Und wie beim Tour of the Giant, auch hier Battleborn gibt es nur zu zweit. Na, die haben doch, ja genau. Dementsprechend habe ich direkt zwei geholt. Mal gucken, werden auch direkt ineinander aufgemacht, die Videos hier. Dementsprechend liegt hier noch Müll vom ersten rum. So, ah ja, andersrum, genau. Wir haben Hexblade Golem 7 Mana 5-7. Wir haben Benethic Giant 6 Mana 4-5 Hexproof. Wow, die teuren Karten. 7 Mana, ne, 8 Mana 7-5 Assist. Jeder kann Mana für diesen Spell bezahlen. Das ist cool mit Trample. Charging Binox. Dann Huddle Up. 3 Mana Assist. Und Spieler eurer Wahl. Zwei Spieler eurer Wahl ziehen zwei Karten. Das ist gut. Ne, ziehen eine Karte. Das ist nicht so gut. Azra Bladeseeker. 3 Mana 3-2. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, kann jeder Spieler in eurem Team eine Handkarte abwerfen. Und jeder, der es tut, zieht eine neue Karte. Wandering Wolf, 2 Mana 2-1. Kreaturen mit Stärke weniger als der können den nicht blocken. Thunderstrike, 2 Mana, eine Kreatur kriegt plus 2 plus 0. Erstschlag. Nicht bad. Lightwalker, 2 Mana 2-1. Hat Fliegen zu lange, dass ein plus 1 1 Marke drauf liegt. Hand of Zelunga. Oh, Zelunga, der Drache. 2 Mana 2-1 Death Touch. Oh, ich mochte Zelunga. Dann Liturgy of Blood, 5 Mana, zerstörte Kreatur, kriegt 3 Mana. Das ist nicht bad. Unsere erste Ankam ist 6 Mana 4-4 fliegend. Gold Forged Sentinel. Wow. Unsere zweite Ankam ist, wow, teuer. 6 Mana 3-4 Vampire Wizard. Assist, also jeder kann bis zu 6 Mana bezahlen. Fliegend. Und wenn ihr ins Spielfeld kommt, bringt ihr eine Instant- oder Sorcery oder eine Kreatur aus einem Friedhof auf die Hand ihres Besitzers zurück. Ja, dann könnt ihr euren Partner zurückgeben. Das ist natürlich nicht schlecht. Und 3 Mana... Was? Ja, ich erinnere mich. 3 Mana 2-2, Partner with Korak Brightflame. Wir haben Sylvia Brightspear und Doppelschlag und Dragons You Control have Double Strike und das hier ist der Drache. Brightflame, 6 Mana 3-4. Fliegend, Eile, Ritter, die ihr kontrolliert haben, fliegend. Damit kann man bestimmt ein geiles Commander-Deck jetzt neulich bauen. Mit den ganzen Knights, die jetzt rausgekommen sind. Lustig ist, wenn die voll sind, dann sind beide voll. Das ist richtig sick. Und eine Insel, ein Token und ja, das war ganz cool. Das hat mich gerade richtig verwirrt, aber wir haben 2 Rares bekommen. Ich finde das sowas richtig cool. Und ja, mal sehen, ob wir jetzt demnächst nochmal so ein bisschen was an neuerem Stuff bekommen oder wieder etwas älteren. Das sehen wir dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt safe. Ciao, ciao.